Sohnemann, hilf mir! Was? Oh mein Gott! Das Auto brennt! Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Real-Life-Mod hier auf meinem Kanal. Wie man schon sehen kann, wir stehen hier, wir sind wieder vor unserem Haus. Und heute sind wir mit dem Sohn unterwegs. Heute werden wir nämlich ein Auto abholen. Wir haben nämlich einen super tollen Anruf bekommen, denn wir suchen einen... Naja, was suchen wir, Sohnemann? Genau, denn wir holen heute einen Ford Mustang GT. Es ist ein Garagenfund, das heißt, wir wissen nicht, in welchem Zustand er ist. Uns hat er halt einfach mal davon angerufen, er meinte, er hat ihn in der Garage gefunden von seinem Opa, denn er hat das Haus einfach mal übernommen von seinem Opa, weil der leider gestorben ist. Also, ja, wir fahren da jetzt einfach mal hin, ne? Und würde ich mal sagen, steigen wir ein. Und wie immer, liebe Leute, nicht zu vergessen, ihr könnt abonnieren und auf die Glocke drücken, dann verpasst ihr nichts mehr hier auf diesem Kanal und nicht vergessen, die 5 Likes zu knacken. Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir diese 5 Likes unbedingt mal knacken. So, warte mal, links blinken, genau. Und ich muss mich natürlich herzlich nochmal dafür bedanken, für die 100.000 Abonnenten hier auf meinem Kanal. Also, ihr wart echt krass. Das haben wir im Livestream noch geknackt da. Und da möchte ich mich einfach nur herzlich bei euch bedanken. Es kommt noch ein 100.000 Abonnenten-Special. Schreibt einfach mal Hashtag 100k-Special rein. Dann sehe ich das auch mal, wer das hier auch alles gerade gehört hat. Ja, wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall jetzt dort mal hinfahren und... Ja, warten wir mal. Herr BMW-Fahrer, Sie fahren ein bisschen komisch. Und fahren die BMW-Fahrer alle so komisch? Okay, warte mal, der fährt ja auch so komisch. Ja, ich selbst als BMW-Fahrer in Real Life fahre natürlich ganz anständig. Nicht. So, warte mal, wir fahren hier nochmal ganz schön rein. Wir wollen den Wagen nämlich auftanken. Sag mal, wussten die eigentlich... Ja, so habe ich mir das hier aber nicht vorgestellt, ne? Dass hier kein Tankdeckel ist. Nee, das habe ich mir echt nicht vorgestellt. Okay, gut. Wir haben keinen Tankdeckel. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann werden wir es einfach mal auf die professionelle Art und Weise machen. Ja, ich weiß, sie lachen mich jetzt sicher aus. Ich finde einen Tankdeckel nicht. Ja, ich habe nur das Auto gekauft. Ja, steht hier draußen. Ja, ein Aston Martin. Wissen sie auch nicht, ne? Wo der Tankdeckel ist. Ja. Ja gut, jetzt müssen wir einfach fahren und schauen, was passiert. Ja, warte mal, sonst machen wir es einfach auf die alte Art und Weise. Tanken ihn einfach mal auf. Das hier ist die Real-Life-Mod. Wir probieren es zumindest. Na, Sohnemann, alles klar bei dir? Ja, wir tanken noch schnell den Wagen auf, ja. Alles klar. Da ging aber viel daneben. What the fuck? Okay, alles klar. Ja, wir haben ihn jetzt aufgetankt, jedenfalls. Gut, warte, zahlen müssen wir noch, genau. Hallo? Ja, ich habe den Tankdeckel nicht gefunden, aber ich kann hier bezahlen, ja? Das war eigentlich nicht geplant, aber hey! Oh, wo kommst denn du her? Ach, hallo. Sohnemann, hilf mir. Oh, komm her. Komm. Sohnemann, hilf mir. Warum ist es auf einmal so? Oh mein Gott. Der Move war nicht schlecht. Aber, warte mal. Opa, Entschuldigung. Sohnemann, hilf mir. Ah, jetzt kommt die Cops gleich. Können nicht einmal wohin gehen? Oh, Entschuldigung. Also nicht Entschuldigung für dich. Boah, die Cops kommen. Sohnemann, steck schnell rein. Komm. Die Cops kommen. Bisschen schneller vielleicht. Dankeschön, ja, geht doch. Oh, weißt du, wie hier erstmal die Cops abhängen? Ah! Ja, so schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann es gehen, ich glaub's nicht. Ich wollte nur bezahlen und auf einmal kommen diese Typen mir rein und denken, sie können aufmucken. Nee, auf keinen Fall. Was? Oh mein Gott! Steig aus! Das Auto brennt! Oh nee, jetzt kommen die Cops. Warte mal, komm mit. Wir müssen uns verstecken, wir müssen uns im Busch verstecken hier. Hinterm Busch. So, hier. Oh nee. Ach nee, da kommen die Cops, ey, komm. Schnell. So, Leute, wir haben das jetzt geklärt mit der Polizei. Wir haben dem mal ein bisschen was zustecken lassen, ja. Ja, ein bisschen Cash rein, da geht schon. Die lassen uns jetzt auf jeden Fall mal in Ruhe. Unserem Auto geht's Gott sei Dank noch gut. Ich dachte, das geht gleich in die Luft, das Teil. Ich werde jedenfalls nochmal in der Betriebsanleitung nachgucken, wie man das Teil auftankt. Ich habe es wohl möglich falsch aufgetankt, wie man bemerkt hat. So, jetzt aber zum Garagenfund. Jetzt sind wir mal fertig hier. Oh. Du weißt schon, dass du fahren kannst, ne? Du Ofenkartoffel, du. Du blaue Ofenkartoffel. So. Da müssen wir hier vorne rechts noch rüber. Blinker setzen wär's halt, Kollege, ne? Blinker setzen wär's halt. Ich hab dich jetzt überholt.
Ach, verdunkelte Scheiben, dass man nicht sieht, wer da drin sitzt, ne? Natürlich, das kannst du dir leisten. Aber vielleicht die Blinkerbirne wechseln. Hey, baba! Ich meine, guckt euch das an, was hier heute abgeht. Ja gut, die Cops machen uns jetzt sowieso nichts mehr. Das passt schon. Ich bin echt, oh? Ich bin echt schon gespannt. Ah, da ist er, warte mal. Ich habe die Idee des Lebens. Aufpassen, anschnallen. Tschüss. You so idiot. So. So wie der Drachenlord immer sagt. You so idiot. English skills for the win. Das nennt man Drachenlord Englisch. Ja, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Ich bin so aufgeregt, Leute. Wie gesagt, wir suchen schon länger nach so einem Fahrzeug. Es ist nämlich so ein Oldtimer. Und jetzt kriege ich einfach mal einen Anruf rein, weil ich so eine Anzeige geschalten habe. Wisst ihr, bei eBay Suche, Suchanzeige. Ich suche nämlich den, Mustang. Ich glaube, da sind wir schon. Da müsste er sein. Oh, okay, ja, da geht doch schon auf hier. Alles klar. Wegen dem Typ mir sicher. Warte mal, ich frage dann mal, ob wir hier richtig sind. Hallo. Herr, Gartenmacher. Hallo? Wollen Sie vielleicht reden? Hallo? Boah, die sind aber ein bisschen verschwitzt hier. Hallo? Ja, ich suche einen Herr Hemmerson. Ist der hier? Was soll ich Ihnen sagen? Hallo? Ich wollte nur fragen, ob hier Herr Hemmerson ist. Ich mach's sonst. Ist schon okay, tut mir leid, wollte nicht. Ah! Sind Sie Herr Hemmerson? Hallo? Ja, hier ist Familie Hexion, ja. Ich habe meinen Sohn mitgenommen. By the way, ihr Gärtner da vorne oder wer auch immer das ist, der hat mich ein bisschen blöd angemacht und geschubst. Also möchte ich Ihnen nur sagen, dass Sie da vielleicht einen anderen anstellen. Auf jeden Fall, ich bin auf der Suche nach dem Mustang. Haben Sie den stehen? Ja, haben Sie? In der Garage, sagen Sie. Ja, die ist schon aufgegangen, ja. Die hat der nette Mann da hinten schon aufgemacht, ja. Alles klar, gut, dann schauen wir uns das mal an. Ich komme dann später wieder. Dürfen wir uns einfach... Ja, dürfen wir uns umsehen. Alles klar, so. So, ich habe mit Herrn Hemmerson geredet. Sie werden höchstwahrscheinlich gefeuert, sie dummer Idiot. Ja. Okay. Schauen wir, wie der uns jetzt noch bemaut. Also echt unfreundlich. Unfreundliche Type. So, also hier sieht man. Hier ist die Garage, wo er sagt, dass das Auto drin steht. Ist ein bisschen vollgeräumt. Kann man irgendwie verstehen. Ich meine, der ist da sicher jahrelang drin gestanden. Ich würde sagen, ich nehme hier meine... wo ist denn meine Taschenlampe? So, schauen wir mal hier durch ein bisschen. Oh, Leute, guckt mal hier durch. Oh, da steht es. Guckt mal hier hinter den ganzen Kisten. Oh, geil. Aber hier, na, hier können wir auch nicht lang. Ne, da geht's auch runter irgendwie. Ja, schauen wir hier ein bisschen weiter durch. Ist ja ein richtig krasser Garagenfund. Oh, nice. Eine alte Maschine hier. Hier ein paar Bälle, ja, toll. Ich will zum Auto. Ich glaube, da müssen. So, Mann, ich glaube, da müssen wir rüber. Aber wenn wir den hier rausholen wollen, ne, dann müssen wir hier aber alles wegstellen. Ja. Gut. Weißt du was? Ich springe hier mal rüber. So. Jetzt schaue ich mir das mal. Ja, gut. Er ist ziemlich verrostet, merke ich gerade. Also, man sieht es hier. Alles voll mit Rost und Schmutz. Also, der gehört. Was war das jetzt? Geisterauto oder so? Alles klar, ne. Der ist auf jeden Fall verrostet, da müssen wir auf jeden Fall was machen bei dem Wagen, wenn wir den kaufen. Ja, oh, jetzt bin ich hier, oh mein Gott. So, Unterbodenschutz, können wir schon mal schauen, ob hier alles am Rosten ist. Ja, ich sehe hier ein paar Teile sind schon am Abrosten. Alles klar, aber so an sich, der Wagen ist ganz schön. Schauen wir mal hinten. Oh, jetzt habe ich die Tennisschläger. Oh, hier ist dann ein Rasenmäher, warte mal. Ein Rasenmäher schiebe ich hier mal rüber. Machen wir die ganze Garage kaputt. Ne, hier hinten ist auch nur alles dran. Also dran ist alles einfach nur ein bisschen Flugrost. Ja, ein bisschen viel Rost. Also das müssen wir unbedingt dann wegmachen. Aber wir suchen genau nach dem Baujahr. Das heißt, ich glaube, den nehmen wir. Also wenn wir den jetzt günstig kriegen, können wir den eigentlich mitnehmen. Ah! So vorne. Sag mal, ist das Blut hier oder ist das Rost? Also wenn das Blut ist, muss das hier echt ein Geisterauto sein. Ne, weißt du was? Wir gehen mal nochmal zurück. Ich frage ihn einfach mal, was er für die Kiste haben möchte, ja. Frage ich mal ganz nett danach. So. Vielleicht tauschen wir den einen gegen den hier. Weil ich den nicht weiß, ich einen Auftank. So, ja. Ja, ich habe es geguckt. Gefällt mir ganz gut. Was wollen sie denn dafür für die alte Kiste? Ich meine, sie ist ziemlich verrostet. Sie ist nicht mehr die neueste. Das wissen sie ja selber. Ist halt ein Garagenfund. Ja, müssen wir machen. Und ich weiß nicht mal, ob sie läuft, ja. Ich weiß zwar, dass Butter drin ist, das haben sie auch gesagt, aber ob sie läuft, weiß ich jetzt nicht. Haben sie auch nicht angeschmissen, ne?
Jo, sagen Sie mal was, sagen Sie mal einen Preis, ja? 8000 ist schon ein bisschen viel, finde ich, für die Kiste da drin. Also ich wollte 5000. Zwar nicht bar, aber per Scheck, ja. Oder per Banküberweisung, ja. Ah, 6000, 6500. Würde noch gehen. 6000. Hm, 6, 6. Ja, gut, einigen wir uns auf 6000. Alles klar, aber dann schlagen sie ein. Hier, warte mal. Einschlagen hier. Alles klar. Hallo? Ja, gut, er hat eingeschlagen. Der Wagen gehört so gut wie uns. Dann guck mal. Oh, Entschuldigung, ich schubst dich immer, ne? Sorry. Der Wagen gehört so gut wie uns, Leute. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir die Karre hier raus? Wir müssen die ganzen Kisten hier mal wegstellen. Warte mal. Weißt du was? Wir fangen mal an, ja? So, dann stellen wir die Kiste mal. Die stellen wir hier hin. Ach, so. Aber hier noch eine Kiste, die stellen wir hier drauf. Die Sachen noch rüber. Dann das hier noch rüber. Und die noch rüber. Und. Wo stellen wir die hin? Ja, stellen wir die hier drauf, genau. So, sollte sich das ausgehen. Ja, würde ich mal sagen, erstmal befreit. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie einsteigen können in das Ding. Auf jeden Fall schön aussehen tut er. Boah, das Kennzeichen ist auch noch ein alter, so ein schwarzes. Schauen wir mal, ob er anspringt, ja. Also wenn der Wagen noch anspringt, dann wirklich geil. Ich glaube, ich komme hier nicht rein. Ne? Ah doch, okay, alles klar. Alles klar, einfach mal ein bisschen. Boah. Der springt einfach an, einfach beim ersten Mal anstarten. Ich bin nicht gedacht, warte mal. Soundtechnisch. Alter Schwede. Der flammt sogar hier hinten raus. Ich glaub's nicht. Nice. So. So, der Mann. Bisschen weg hier. Wir fahren jetzt raus mit dem Wagen. Du musst weg. Hallo. Ich will dich nicht anfahren. So, der Mann. So, der Mann. Bisschen weiter rüber. Ah. Ja, brauchst jetzt nicht schreien. Ich komme doch schon jetzt. Du kannst auch mit einsteigen. So, warte mal. Du bist... Oh mein Gott. Deine Mutter hat dich echt schlecht erzogen, ne? Ja, oh, jetzt steht da draußen. Jetzt sehen wir. Jetzt sehen wir das erste Mal, wie er aussieht. Schöne Antenne, wirklich. Ich würde sagen, können wir gleich mitnehmen, ne? Boah, echt nice, Leute. Guckt euch das an. Der ist jahrelang in dieser alten Garage gestanden. Also alt ist jetzt... Ja, muss schon etwas älter sein hier, die Garage. Haben sie sich hier noch mal erneuert. Ja, guckt euch mal an, wie fertig der Wagen ist. Also, den müssen wir auf jeden Fall herrichten, ne? Ja. Würde mal sagen, Leute, wir senden das sowieso bei Steck. Er meinte, wir können einfach losfahren. Es steckt alles. Papiere sind auch im Auto. Ist eigentlich so gut wie gekauft, der Wagen. Jo, würden wir mal sagen, wir fahren damit. Oh! Ja gut, ist eh egal. Wir fahren damit erstmal zu JP Performance und schauen, was der da rauskriegen kann aus dem Wagen, ja? Na, guck mal. In dem Fall, oh mein Gott. Oh! Bremsen! Oh mein Gott! Okay, wir haben schon unseren ersten Unfall gebaut. Die Bremsen funktionieren nicht mehr so ganz, wie sie sollten. Oh mein Gott. Ich glaube, es brauchen wir echt bald einen Abschlepper, Leute. Wenn es hier so weitergeht. Also, Leute, so sieht's aus, wenn die Reifen ziemlich abgefahren sind. Nee, wir kommen hier kaum rauf. Wisst ihr was, Leute, wir holen einen Abschlepper, ja. So, Leute, auf geht's. Nachdem wir den Unfall hier gebaut haben mit dem Wagen und ich bemerkt habe, dass die Bremsen nicht richtig funktionieren und die Reifen ziemlich abgefahren sind, habe ich mich jetzt wirklich dazu entschieden, dass wir mit dem Abschlepper dorthin fahren. Ja, ich glaube, so Road Legal ist der nicht, obwohl ein Kennzeichen dran ist. Ich meine, das müssen wir sowieso erneuern lassen. Ja, da fahren wir mal mit dem Abschlepper dorthin. Zu JP. Ich hoffe, er erneuert uns alles. Wir müssen die Bremsen erneuern, wir müssen die Reifen und vielleicht sogar die Felgen komplett erneuern. Ich glaube, die Felgen, ja, die erneuern wir einfach auch. Also, ich bin echt schon gespannt, was aus dem Wagen wird, was JP mit dem Wagen wohl macht. Aber wie die Leute den Wagen angucken. Ja, ein seltenes Stück. Na, jetzt, wo wir den Unfall hatten, dann müssen wir das hier auch nochmal reparieren lassen. Also, das wird jetzt echt ein bisschen schwieriger. Doch nicht so einfach wie vorgestellt. So, jetzt sind wir bei JP. Lass mit dem Wagen hier mal runter. So, wir packen den hier mal ein. Genau, so, jetzt lass mal runter. Ah, aber aufpassen. So, loslassen wäre halt gut. Loslassen, genau. So. Die alte Rostlaube. Also hier sind zwei alte Rostlauben, könnte man schon sagen.
So, hier ist das Stück. Dann will man mal sagen, lass man dann hier. Also ich werde jetzt hier nochmal reinfahren und dann kommen wir wieder und schauen, wie der Wagen aussieht. So Leute, der Wagen ist fertig. JP hat uns vorhin angerufen. Wir gehen jetzt hin. Er steht angeblich hinter dem Tesla. Wie man sehen kann, ich sehe schon ein bisschen rot und weiß. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Was er mit dem Wagen gemacht hat, ich schätze mal foliert. Ich würde mal sagen, gehen wir mal hin und schauen uns mal den Wagen an. So. Okay, hinter dem Tesla würde ich sagen 3, 2, 1. Oh mein Gott. Guckt euch den Wagen an. Das ist was Neues für eine Sammlung. Oh, alter Schwede, also das ist was Neues für eine Sammlung. So ein richtiger Army-Schlitten, also eine richtige Army-Lackierung. Also hier haben wir die USA-Flagge erstmal drauf. Also das ist höchstwahrscheinlich die Folierung. Der ganze Rost ist weg. Der ganze Dirt ist weg. Wir haben hier noch originale, also die hat er nochmal neu gekauft. Die alten waren komplett hinüber, da hat er nochmal, Entschuldigung. Warum haue ich dich eigentlich die ganze Zeit um? Ich weiß nicht. Der hat hier die originalen Felgen und Reifen nochmal drauf geschmissen. Also ich muss echt sagen, echt schön gemachter Wagen. Antenne, gehst du wohl? Ja, die bewegt sich. So, würde ich mal sagen, steigen wir mal ein, hören wir uns mal den Sound des Wagens an. Boah. Alter. Der Wagen geht ab, Leute. Also, wenn das nicht ein neues, geiles Auto für die Sammlung ist, dann weiß ich auch nicht. Danke, JP, für das nette Tuning und für das Herrichten des Autos. So, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt hier auf dem Channel. Und würde ich sagen, liebe Leute, haut rein, ich verabschiede mich und ciao!